Hey Johannes hier für den Notebooksbilliger.de Blog. Ich bin hier gerade in Las Vegas auf der CES 2017 und Asus hat hier das ZenBook 3 Deluxe vorgestellt. Das ist der große Bruder von ZenBook 3, das ja letztes Jahr vorgestellt wurde, das schon ein sehr schön dünnes und sehr elegantes Gerät war. Das ZenBook 3 Deluxe packt jetzt noch ein bisschen mehr drauf, ein bisschen mehr Performance und wir haben hier auch ein größeres Display. Wir haben hier ein 13 Zoll Gehäuse, aber ein 14 Zoll Display. Also es sieht schon sehr cool aus. Das Display ist übrigens glossy. Wir haben hier noch eine beleuchtete Chiclet-Style-Tastatur, auf der wir ganz gut schreiben können, denn wir haben hier einen ganz guten Hub und ein großzügiges Touchpad mit zwei integrierten Maustasten und einem Fingerabdrucksensor. Es wird hier natürlich wieder verschiedene Konfigurationen geben, aber dieses Modell hier hat einen Intel Core i7 7500U mit 2,9 GHz, also die siebte Generation der Core-Prozessoren Kaby Lake und hier 8 GB Arbeitsspeicher. Aber wir können bis zu 16 GB Arbeitsspeicher wählen und auch eine bis zu 1 TB PCIe SSD. Vier Lautsprecher von Harman Kardon sind verbaut und die sind auch wirklich sehr schön hier in das Design integriert. Schließen wir das Ganze mal, da seht ihr auch nochmal, dass wir hier ein wirklich sehr elegantes Gerät haben. Wir haben hier ein Metallgehäuse auf allen Seiten. Das sieht schon sehr cool aus, ist 12,9 mm dick und wiegt gerade mal 1,1 Kilogramm. Also es ist wirklich was für unterwegs und da habt ihr ein 14 Zoll Display in einem wirklich sehr kompakten Gehäuse. Werfen wir auch nochmal einen Blick auf die Anschlüsse. Hier auf der linken Seite haben wir einen Kopfhöreranschluss und einen USB Type-C, also Thunderbolt 3. Und auf der rechten Seite zwei USB Type-C-Anschlüsse. Das ist also hier das neu vorgestellte Asus ZenBook 3 Deluxe. 14 Zoll Display in einem 13 Zoll Gehäuse, sehr elegant, sehr schönes Design und wir haben auch genügend Power für unterwegs. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.